Ja, neues Jahr 2020, neuer Beifahrer beim DSC Drive, Manuel Prietl, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, vielen Dank. Sehr coole Sache, dass du mitkommst mit uns und wie gesagt im neuen Jahr unser erster Beifahrer bist. Hast du Bock? Ja, gerne. Sehr schön. Wunderbar. Wo hast du Silvester gefeiert? Silvester zu Hause bei den Eltern von meiner Frau. Wir sind nicht so die Silvesterfeierer, also wir sind da eher so zu Hause mit gemütlich Essen, Spieleabend. Keine dicke Party? Keine dicke Party, nein, okay. Die gab es 3 Tage zuvor mit der Hochzeit eben. Und ist viel passiert bei dir in der Winterpause? Kurze Winterpause, aber volles Programm. Volles Programm. Das war noch das Sahnehäubchen, würde dir glaube ich so sagen, die Deutschen bei uns. Ja. Sagt man das in Österreich nicht? Ja, vielleicht schon, aber bei uns, ja, ich weiß nicht, was wir für ein Sprichwort dafür haben. Ihr sagt ja sowieso nicht Sahne, ihr sagt ja Schlagobers. Ne? Schlagobers, ja. Aber ja, das war noch die Krönung. Ja. Für uns, also für mich selber, ja. Die Hochzeit dann noch zum Schluss. Ja. Ja, war ein schöner Abend für uns, standesamtliche Hochzeit. Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch noch dazu. Du hast deine langjährige Lebensgefährtin Nina geheiratet. Ja, das ist vielleicht zur Erklärung für unsere User, die es vielleicht noch nicht wissen und dir nicht bei Instagram folgen. Stimmt. Denn da war es ja dann auch zu sehen. Die Hochzeit oder anders der Heiratsantrag? In Mallorca. Ach, auf Mallorca. Ja. Aha. Ja, aber sehr, sehr spontan. Tatsächlich? Wir haben uns, also circa vor 5-6 Jahren, unsere erste gemeinsame Reise war auf Mallorca und dann 5 Jahre später jetzt mit der ganzen Familie Schiffsreise und dann habe ich gedacht, okay. Was heißt mit der ganzen Familie? Also eure Tochter natürlich? Tochter, dann Ninas Familie, meine Familie. Ach. Haben wir gemeinsam eine Schiffsreise gemacht. War ganz cool. Ja, und dort ist das dann wieder Mallorca passiert. Da waren wir einen Tag draußen. Hatte den Ring immer dabei und dann habe ich spontan einen Heiratsantrag gemacht. Okay, also du hattest es dir für diesen Urlaub vorgenommen, ja, es genau. War nur der Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Genau. Aha. Und sie hat spontan sofort Ja gesagt oder musste sie kurz nachdenken? Ja, sie war schon überrascht in dem Moment, weil sie halt gar nicht gedacht hat, dass es hier und jetzt passiert. Und ja, ist cool. Warst du nervös? Ja, das erste Mal in meinem Leben so richtig nervös. Also ich, bei den Spielen. Wie, jetzt bist du nicht nervös? Eigentlich nicht, nein. Na gut. Bei den Spielen eigentlich auch nicht so, aber dort war ich schon ein bisschen angespannt. Ne? Auch mal, ja, am Anfang nichts gewusst zu sagen. Aber du hast nicht befürchtet, nicht ernsthaft befürchtet, sie könnte Nein sagen? Nein, das nicht. Das nicht. Gar nicht. Okay, na gut. Wie lange seid ihr schon ein Paar? 5,5 Jahre sind es jetzt. Mhm. Wir haben uns in Mattersburg damals kennengelernt. Als du noch beim SV Mattersburg gespielt genau, hast? Genau, sie ist ja von dort in der Nähe, also 2-3 Minuten die nächste Ortschaft, sagen wir mal so, oder das nächste Dorf. Dort haben wir uns kennengelernt. Ja, es war eine tolle Zeit. Die Mattersburg-Zeit, die hat mich schon geprägt, muss ich sagen. Hab da alles miterlebt, den Abstieg, dann eine ganz schwere Verletzung. Was war das für eine Verletzung? Ich hatte damals, in der zweiten Liga damals nach dem Abstieg, hat es eigentlich ganz leicht mit einem Muskelfaserriss begonnen. Und ja, damals jung und naiv und ein bisschen dumm vielleicht auch noch, immer zu früh begonnen, weil ich halt immer den Ehrgeiz hatte zu spielen und dann waren es auch wichtige Spiele, wo sie mich gebraucht haben. Und ich habe halt immer das Okay gegeben von mir, von meiner Seite, wurde dann teilweise auch fit gespritzt und ja, im Nachhinein war es halt ein Riesenfehler von mir, dass ich das gemacht habe, weil in dem Moment wurde mein Oberschenkel dann irgendwie so zerstört, dass da Nerven darunter gelitten haben und ja, die dachten anfangs, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte, weil ich meine Fußschaufel nicht mehr heben und senken konnte. Mhm. War quasi wie gelähmt. Ja, und dann stehst du halt da mit 22, 23 und wenn dein Physiotherapeut dir sagt, okay, wenn das nicht wiederkommt, wenn sich der Nerv nicht regeneriert und ein Nerv in der Regel
es dauert, kann Jahre dauern, bis der sich regeneriert. Und sagt dir dann halt, ja, wenn das nicht kommt, dann Karriereende, weil Fußschaufel brauchst du eigentlich für alles, für Passen, für Flugbälle, für den Schuss und so. Und das hat bei mir gar nicht mehr so richtig funktioniert. Und das war eine Zeit, die hat mich geprägt, aber da bin ich halt schon, da bin ich halt dann ein richtiger Profi geworden. Und dann habe ich mich erkundigt, okay, was kann ich machen? Und bin dann halt durch meinen ehemaligen Berater auf einen Physiotherapeut gestoßen, der was ein bisschen die andere Schiene auch macht, mit traditioneller chinesischer Medizin. Und der hat mich dann wieder auf die Beine bekommen. Und dann bin ich auch wieder relativ schnell funktionsfähig gewesen. Und dann war das Jahr mit dem Aufstieg, dann den Aufstieg geschafft. Und dann ging es eigentlich bergauf. Nina noch kennengelernt in der Zwischenzeit. Aber das war so eine Zeit, wo ich wirklich so 4-5 Monate weg war vom Fenster. War das eine Zeit, wo du dir sogar schon Gedanken machen musstest, gezwungenermaßen, was du alternativ machen könntest, ja, falls es nicht mehr weitergeht? Ja, klar. Also klar denkt man dann. Also ich habe ja vor meiner Zeit, also ich war ja ein Spätzünder quasi, also bin auch relativ spät, dann mit 19 erst in die zweite Liga gekommen. Habe zuvor mich schon angemeldet gehabt bei diversen Universitäten als Lehrer, also wollte auf Lehramt studieren. Aha. Ich hätte Mathe und Sport gemacht, also so der Klassiker eigentlich. Ne? Mhm. Nochmal, um zurückzukommen auf die Zeit, Jahreswechsel und die fußballfreie Zeit für dich. Die Hochzeit, ich habe gesehen, Florian Hartherz war da. Genau, der Flo war auch dabei, ja. Mit Flo bin ich jetzt, glaube ich, also der ist gleich gekommen mit mir hier in Bielefeld. Ja, und sind mittlerweile jetzt, glaube ich, seit 1,5 Jahren Zimmerpartner. Mhm. Ich habe einfach einen super Draht, verstehen uns sehr, sehr gut. Und ist mittlerweile ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden. Und der war da auch dabei, ja. Und die Hochzeit, sag, war nochmal dann genau, also der Heiratsantrag auf Mallorca und dann die Hochzeit in Österreich? Die war jetzt in Österreich, standesamtliche Hochzeit war in Österreich. Und wo? Im Burgenland. Im Burgenland? Das kleinste Bundesland, wenn ich richtig informiert genau, bin. Genau. Stimmt es zumindest einwohnermäßig? Ja, und auch ja. So, glaube ich. Aber du kommst aus der Steiermark? Ich komme aus der Steiermark, ich komme aus Graz. Ja. Ja, und bin dann halt eben durch den Fußball ins Burgenland gekommen, habe damals eine Freundin eben dort kennengelernt. Und ja. Ja, und dann haben wir uns dazu entschlossen, dadurch, dass die Taufe von der Kleinen, also von meiner Tochter, in der Steiermark war, haben wir gedacht, okay, heiraten tun wir dann im Burgenland. Aha. Und das war dann in der Nähe von meiner Freundin, in so einem Weingut. Das war ganz cool. Aha. Deine Eltern leben wo? Meine Eltern leben in Graz. Mit meinem Bruder. Ich habe noch einen älteren Bruder. Ja. Die leben in Graz. Also, nee, Graz schon an der Grenze zu Slowenien. Ja. Der Ort nennt sich Bisdorf, Kleinstädten. Das wird keinem bekannt sein. Das ist ein Dorf von 1300 Einwohnern. Ja. Da bin ich aufgewachsen. Da leben meine Eltern noch, mein Bruder. Und die Eltern deiner Frau im Burgenland? Die leben dann, genau, das ist so 2 Stunden entfernt in Marz, Mattersburg. Ja. Ja, auch sehr, sehr cool und sehr, sehr, sehr schöne Gegend auch. Also. Burgenland und Steiermark sind Grenzen aneinander. Ja, 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 ja. Steiermark ist so im Zentrum von Österreich, ja. Burgenland hier so und oben Wien. Graz und Steiermark, das ist so das Herz von Österreich, das grüne Herz von Österreich. Das grüne Herz von Österreich. Und im Sommer machen wir einfach eine Party. War ein bisschen größer wieder, aber. In Bielefeld? Nein. Nein, auf Mallorca. Ach, ja. Wie schön. Wie lief's? Was hast du für ein Gefühl nach dem Trainingslager in Spanien? Ja, ein recht gutes Gefühl. Ich glaube auch für jeden, und wir sind jetzt, ich glaube, 3 Monate, 3,5 Monate, ich glaube, für jeden im Kopf, glaube ich, ist klar, was man in 3 Monaten schaffen kann. Muss, glaube ich, auch jeder für sich selbst vereinbaren. Okay, was mache ich jetzt? Vielleicht mal die anderen Dinge unterordnet im Fußball, glaube ich auch. Es sind 3-4 Monate, wo man Gas gibt und man kann wirklich was Tolles erreichen. Dieses Spiel Bochum, du hast es angesprochen, dienstagsabends 18:30 Uhr, Flutlicht an auf der Alm, gleich so ein Westderby, da weiß man schon relativ, was die Stunde geschlagen hat hinterher, oder? Da geht's los und ja, ich glaube, es freut sich auch jeder drauf. Super Stimmung, geile Fans. Ich bin jetzt 4 Jahre hier, ich krieg noch bei jedem Heimspiel, wenn ich da einen Tunnel hochgehe, Gänsehaut und es freut sich, glaube ich, jeder. Also wenn man da rausgeht und dann das hört, die Musik und die Leute sieht und wenn sie aufstehen mit ihren Schal da stehen, das ist schon, also ich kannte das ja vorher nicht, in Österreich war ich ja jetzt bei keinem Traditionsclub. Und das von der Arminia schon, also in den letzten 4 Jahren
schon sehr, sehr stolz, ein Teil von dieser Arminia-Familie zu sein. Gibt es noch einen schöneren Beruf für dich? Also kannst du dir einen schöneren vorstellen, als Profifußballer zu sein? Im Moment nicht, nein. Das ist schon meine Leidenschaft, Fußball. Deine Frau, hat die eine Fußball-Affinität? Oder? Gar nicht, gar nicht. Also die hat ja gar nichts am Hut gehabt mit Fußball eigentlich früher. Kannte mich auch gar nicht. Das fand ich auch sehr, sehr super und sympathisch. Also ich konnte mit dem Namen Manuel Prietl nichts anfangen? Also gar nicht, obwohl es Mattersburg jetzt der große Club dort in der Dings war. Und das fand ich halt super und das war eine super Basis dann. Ja, Moment, und dann trefft ihr euch, ich spiele das jetzt mal so nach, ihr trefft euch dann, unterhält man sich und so und dann fragt sie irgendwann so, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sagst du, ich spiele also Fußball. Früher war mir das immer ein bisschen unangenehm. Weil immer Fußballer in eine blöde Schublade gesteckt werden. Aber habe halt immer gesagt, ich bin Student oder so. Ja, warst du ja auch. War ich ja auch, ja. ja, aber Nina habe ich dann schon die... Irgendwann hast du... Ja, da habe ich schon die Wahrheit gesagt. Zwei, drei Tage vor der Hochzeit hast du dann... Nein, aber bei ihr habe ich es also ganz am Anfang schon gesagt. Also da wusste ich auch relativ schnell, in welche Richtung das geht und... Ja, also vom ersten Moment dann schon gewusst, dass das die Frau ist, mit der ich glaube ich, also klar weiß man das am Anfang nicht, aber ich hatte dort schon das Gefühl, als ich sie damals kennengelernt hatte, okay, das kann was ganz Großes werden und im Endeffekt ist es ja jetzt was ganz was Großes geworden. Ist sie berufstätig oder jetzt, eure Tochter sagst du ist zwei Jahre alt? Die ist jetzt 2 Jahre, da schauen wir halt in diesem Jahr, dass sie in die Kita kommt. Ja. Das ist ja gar nicht so einfach hier in Bielefeld. Bei uns im Dorf geht man hin zum Kindergarten und sagt, okay, hier ist mein Kind. Dann müssen wir sich schon früher anmelden. Das haben wir gemacht und jetzt warten wir halt noch ab, ob wir einen Kita-Platz bekommen. Lia heißt eure Tochter. Genau. Das heißt die Starke. Ja, Manuel, du wirst natürlich jede Ausgabe unseres schnuckeligen kleinen Late-Night-Formats DSC Drive bis jetzt 3 bis 4 Mal gesehen haben, nehme ich an. Und zwar haben wir uns eine Kleinigkeit ausgedacht. Wir haben ja auch nicht auf der faulen Haut gelegen zwischen Weihnachten und Neujahr. Okay. Und unsere kleine Veränderung dachten wir, könnten wir mal vornehmen im neuen Jahr 2020. Wenn du mal dieses Handschuhfach öffnest, dann wirst du einen Umschlag finden. Genau. Den darfst du mal rausholen und gern auch aufmachen. Genau. Und dann haben wir ein kleines, ich möchte das Entweder-Oder-Spiel nennen. Wir haben es Elf des Tages genannt. Okay. Das sind 11 Gegenüberstellungen. Du musst uns jetzt jeweils sagen, welches von den beiden du bevorzugen würdest. Okay. Und gerne auch warum, aber wir können auch einfach ganz locker über die Dinge, die da stehen, plaudern. Und vielleicht liest du einfach, ich muss ja fahren, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Ja. Liest du einfach mal vor, was als erstes oben steht. Nummer 1, Steiermark versus Ostwestfalen. Ja, dann sag doch mal. Es ist schon schwierig. Ich bin jetzt schon eine Zeit hier, fühle uns sehr, sehr wohl. Aber ich bin halt auch sehr, sehr heimatverbunden und klar, Familie ist dort, da muss ich mich für die Familie entscheiden, Steiermark. Ganz klarer Fall, Steiermark. Ich glaube, Arnold Schwarzenegger, kann das sein, ist der auch Ja, der kommt aus Steiermark. Also Nähe Graz, das ist 35 Minuten von mir zu Hause entfernt. Und ja, der kommt von dort. Ja. Kommt von dort, Steiermark. Wie spricht das aus in Österreich? Ich kann das ja gar nicht. Steiermark. Steiermark. Oder Steiermark. Aber wenn du es ernst meinen würdest, würdest du Steiermark. Steiermark, ja, ich komme aus der Steiermark. Soll ich weitermachen? Gerne. Zweitens, Wiener Schnitzel versus Gemüsecurry. Ja, gut, ganz klar, Wiener Schnitzel. Dabei bist du ja... Ja, ich achte schon auf die Ernährung. Aber wenn so jetzt wie Winterpause und so, dann esse ich schon mal gerne... Ah, du sündigst auch schon mal? Ja, klar. Also es gibt dann Tage, so unmittelbar nach dem letzten Spiel oder so, wo ich dann auch schon... nicht zu streng mit mir selber bin. Das sollte man, also das muss eh jeder für sich selber dann wissen. Also ich ernähre mich nicht vegan, aber ich schaue schon, dass ich so 70-80% schon pflanzliche Ernährung zu mir nehme. Mhm. Und der Rest ist halt dann Fisch und Hühnerfleisch oder wenn es irgendwann mal ein geiles Steak oder so gibt, also sage ich auch nicht nein. Also ausgewogen würde ich sagen, ist meine Ernährung. Und aber wenn du nach Hause fährst, deine Mutter, die macht dann erstmal Wiener Schnitzel für dich? Mutter macht Wiener Schnitzel, also Mutter Wiener Schnitzel, die Schwiegermama macht Tafelspitz,
Ja, es. Da wird der Manuel dann verwöhnt, wenn er nach Hause fährt. Da werde ich noch verwöhnt, ja. So, weiter geht's. Punkt 3. Manuel versus Hans. Das ist auch gut, ja. Ja, wir haben uns informiert. Habt ihr euch informiert, ne? Ja, den Namen Hans, das ist ja, wie ist denn das entstanden? Ich glaube von Hansi Hinterseer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den kennen wir selbstverständlich. Den Sänger. Ja. Und ja, so Österreich, Deutschland ist halt immer ein Diss im Training und der Vogi und dann haben wir auch einen Schweizer dabei und der Schweizer ist halt gerne so einer, der was halt dann so geile Namen auch für jemanden findet. Also du bist nicht der Einzige, für den der Name. Nein, der hat schon mehrere Namen, müsste aber bei ihm mal nachfragen. Ja. Und dann ist das halt mit Brittel Hans und so entstanden. Echt lustig. Also das hat sich auch schon so ein bisschen verfärbt. Also Cedric Brunner ist derjenige, für die jetzt nicht sofort mit Schweizer was anfangen können, der so ein bisschen schon, die Leute auf die Hörner nimmt. Da. Schon ein geiler Typ, muss man schon sagen. Aber Hans hat sich bei dir, wie ich hörte, ganz schön... Also höre ich öfter als Briti oder Manuel oder ja? So. Ja. Aber alles gut. Was sagt der Trainer? Der Trainer sagt Briti. Also nicht Hans. Nein. Hans ist so unter Vogi, Sedi und die ganzen, also, die was lustig sein wollen. Ja. Nein, aber ich will mich trotzdem für meinen Namen. Du willst dich für Manuel. Also deine Frau Nina sagt nicht Hans, wenn du da bist. Nein. Das ist beruhigend, oder? Das ist sehr beruhigend, ja. Wen haben wir da noch? So, Nummer 4. Klos versus Lewandowski. Ja. Dann nehmen wir eindeutig den Klosi. Warum? Haben auch die Hinrunde jetzt alles zerbombt. Und, ja. Ist ein richtiger Leader in der Mannschaft. Geht der Punkt klar an Klosi. Sportflitzer versus Familienkutsche. Ja. Klar fährt man mal gern irgendwie so einen Sportflitzer, aber eindeutig Familienkutsche. Also weil wir irgendwann auch ein zweites Kind wollen und dann ja, geht der Punkt ganz klar an die Familienkutsche. Lerche versus Nachtigall. Ich bin Frühaufsteher, also... Ganz klar die Lerche. Ganz klar die Lerche. Ja, es ist aber nur gut für mich, wenn ich da zu meinem Schlaf komme. Das ist extrem wichtig als Sportler, wie gesagt, der Schlaf. Regenerationszeit und dann stehe ich halt früh morgens dann auch schon um 7 Uhr auf meistens. Aber es macht mir halt nichts. Ne? Also, das heißt, Lia und Manuel sind eher die Lerchen, Nina ist eher die Nachtigall. Stimmt, ja. Meine Frau, die ist ja schon öfters länger wach und die kann auch länger schlafen. Also die ist schon. Ja. Die nutzt das dann natürlich auch aus, wenn ich dann zu Hause bin und ja. Ist gut, ja. Ich die Lerche, sie die Nachtigall. Gut. Volksmusik versus Love Parade. Ja, Volksmusik, weil in der Steiermark hört man nur Volksmusik. Also typisch, traditionell, so Volksmusik. Da wächst ihr mit auf, ne? Das habt ihr irgendwie so in der Muttermilch, oder? Ja, ne? Da wachsen so steirische Tracht und Lederhose und so. Und das gehört schon dazu, ne? Das gehört dazu und so bin ich auch aufgewachsen. Ja. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich eine Lederhose habe und so, also von dem her Volksmusik. Okay, aber trotzdem nochmal gerade nachgefragt. Du bist jemand, der, glaube ich, ganz gerne Haus hört, Hausmusik? Hör ich auch, also ich höre auch Deutschrap und so, also wenn mir das Lied jetzt richtig gut gefällt oder wo ich mir irgendwie was vorstellen kann und ich eigentlich durch die Bank eigentlich alles. Ich höre auch Volksmusik. Ja. Wenn irgendwas von zu Hause oder Austropop oder. Ja. Offen für alles. Offen für alles. Aber hin und wieder auch Ballermann-Hits habe ich auch schon mal gehört. Okay, also ist auch ganz lustig. Deine Playlist, da ist für jeden was dabei. Ja, das ist für jeden. Und zum Abschalten ist, finde ich halt, oder wenn man irgendwo in der Sonne liegt und so Hausmusik hört und so, finde ich sehr, sehr entspannend. Da kann man auch richtig gut abschalten. Aber ich bin jetzt da nicht irgendwie so, ich höre jetzt nur Hausmusik oder ich höre nur Volksmusik oder so. Nein, das ist nicht so. Dann sind wir bei der Nummer 8. SV Union Dondag Lernstetten versus die SC Arminia Bielefeld. Das war dein erster Club, Manuel? Das war mein erster Club. Da hat alles angefangen? Da hat alles angefangen. Von
Ja, also ich habe damals mit 4 Jahren schon am Platz mit meinem Bruder gestanden, der hat auch Fußball gespielt. Der war dann immer so das Vorbild für mich. Durch den bin ich eigentlich dann auch zum Fußball gekommen. Wie alt ist der? Mein Bruder ist 4 Jahre älter als ich und habe dann auch immer mit den Älteren mitgespielt. Und ja, da hat das Ganze dann angefangen. Damals, mein Bruder hat einen schweren Verkehrsunfall. Am Weg zur Wehrpflicht, in Österreich ist ja Wehrpflicht, ist er mit jemandem mitgefahren und sitzt seitdem im Rollstuhl. Das war für mich auch sehr, sehr prägend, die Zeit. Da konnte ich auch sehr, sehr viel mitnehmen. Hat mich auch als Mensch, glaube ich, ein bisschen verändert, weil ich eine andere Sichtweise habe. Er sitzt halt momentan im Rollstuhl seit 12 Jahren. Und ja, ist ein Vorbild für mich, wie er durchs Leben geht, wie motiviert das er ist. Und ja, einfach unglaublich. Und das war so dann der Scheidepunkt. Ich bin dann zurückgekommen, weil ich mich, also wollte dann halt bei der Familie sein. Mit 16 bin ich dann zurück. Wieder zurück zu Kleinstetten, das war das eine Jahr. Ja, weil ich einfach bei der Familie sein wollte und weil es eine schwierige Zeit auch war, weil es für jeden eine Umstellung war. Und ja, dann hat halt alles angefangen und das war halt für mich dann auch immer ein Ansporn, wo ich jetzt sage, okay, jetzt erst recht und jetzt mache ich das für dich auch mit, weil er auch ein Fußballer hat auch, ich glaube, in Kleinstetten hat er auch gespielt, mit 15, 16 auch schon dort in der Landesliga. Stürmer, ein richtiger Stürmer, hat auch viele Tore gemacht. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt hast du recht, jetzt mache ich das auch für dich mit. Und so ist dann mein Ansporn, glaube ich, damals gekommen. Ja, da bist du natürlich stolz auf deinen Bruder, weil er sich so... Ja, aber umgekehrt natürlich auch. Umgekehrt natürlich auch, klar. Aber und ihr habt einfach ein gutes Verhältnis. Sehr, sehr gut. Also ist mein ärgster Kritiker, würde ich jetzt mal sagen. Ja, klar. Ja. Er guckt alle Spiele im Fernsehen irgendwie von euch? Der guckt alles, ist auch hin und wieder, also 4, 5 Mal kommt er im Jahr. Ja, mit deinen Eltern dann zusammen? Mit den Eltern zusammen. Ja, wie gesagt, mein ärgster Kritiker. Aber es ist auch gut so, wenn der einer die Meinung sagt, es ist immer alles eitel und ohne. Und nein, es passt ganz gut, super Verhältnis. Ja, perfekt. Also, ja, aber Arminia ist schon eine Herzensangelegenheit. Ich entscheide mich für Arminia Bielefeld. Für Arminia Bielefeld, obwohl die Zeit halt extrem prägend war und die Initialzündung dafür, wie weit dass ich jetzt gekommen bin, klar, Gernstetten, werde ich nie vergessen, werde ich auch immer mehr. Aber Arminia ist jetzt schon eine andere Nummer. Und, wie heißt der Bruder? Pascal. Pascal. Ja. Pascal. Und dann ruft er dich an nach dem Spiel gegen Bochum und sagt, Manuel, beim 1-1 warst du nicht ganz unbeteiligt. Ja klar, schau mal her, da kannst du so und so gehen, da kannst du dich besser aufdrehen, da in den Raum kannst du dich, er kennt sich ja richtig gut aus, also der beobachtet jedes Spiel, also der, und sieht dann auch Dinge, die was dann in den nächsten 2-3 Tagen bei der Videoanalyse kommen, die was er mir schon vor 2-3 Tagen gesagt hat, sehe ich dann auch dort. Und da merke ich auch, okay, der beschäftigt sich da richtig damit und der weiß dann halt schon sehr, sehr viel. Und ja, da bin ich ihm halt auch ewig dankbar, weil es ist extrem wichtig, dass dir einer sagt, ja, heute hast du vielleicht nicht dein bestes Spiel gehabt oder da und da kannst du noch was machen. Und das finde ich einfach super und da haben wir schon eine super Beziehung. Ist auch mein Beistand gewesen jetzt bei der Hochzeit. Also, ja? Ja, das ist schon nicht nur Bruder, sondern auch ein bester Freund. So, schon sehr, sehr wichtig für mich und den. So. Nina versus Nena. Na gut, da kann ich mich nur für Nina entscheiden, obwohl ich die Songs von Nena auch cool finde. Aber vor allem die Älteren oder auch was Aktuelleres von dem, was du machst? Ja, die Älteren. Also 99 Luftballons und so, da bin ich auch groß geworden. Aber ganz klar, meine Frau, der Punkt an Nina, passt ganz gut. Also keine Chance für Nena? Nein, keine Chance. Was das angeht? Also heiraten würdest du Nena nicht? Ihre Musik in Ordnung? Musik ist okay. Okay. Aber also musikalisch würdest du vielleicht doch Nena den Vorzug geben? Oder? Nein, würde ich auch Nina. Auch Nina, natürlich. Spielt wahrscheinlich auch viele Instrumente und singt ganz hervorragend. Ja, singt auch super. Schön. Nummer 10. Berge versus Meer. Ich liebe es, in der Sonne zu liegen und am Meer abzuschalten. Aber ich liebe es auch, bevor ich Profifußballer wurde, auch Ski zu fahren. Und das ist irgendwie so ein bisschen
abhanden gekommen, weil die Verletzungsgefahr einfach da gegeben ist, im Skifahren auch. Aber man kann ja auch ja, toll spazieren gehen oder ein bisschen wandern gehen in den Bergen oder in den See gehen, das ist auch ganz cool. Aber ich entscheide mich für mehr. Dann 11. Kino versus Netflix. Dadurch, dass wir eine kleine Tochter haben, kommen wir nicht und wir halt jetzt nicht sagen können, okay, wir gehen die Kleine jetzt mal zu Oma und wir gehen ins Kino, so, das geht bei uns nicht, weil beide Eltern halt sehr, sehr weit entfernt sind, dann ganz klar Netflix. Also, ja, schön, und eine schöne Plauderei. Spaß gemacht, super Sache. Richtig, ja. Sehr, sehr schön. Spaß gemacht. Ja.